Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Anno 1800. Ich habe in Ich habe in der kleinen Pause zwischen der letzten und der diesigen Folge mal hier die zweite Fregatte noch fertig gebaut. Und ja, jetzt sollen wir unsere Flotte doch nutzen, um ein bisschen Geleitschutz bieten zu können. Das heißt, wir müssen jetzt hier hin. Und dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen, hier ein bisschen, naja, was zu geleiten. Bin gespannt, ob die Schiffchen denn reichen, weil die hier sehen ja schon, uiuiui, äußerst, naja, zerstört aus. Bin mal gespannt. Wollte ja jetzt relativ flott. Nein. Alle im Stich. Na, du kriegst die Insel nicht. Das ist die letzte und das ist meine. Ich glaube, es geht los. Segler an unserer Seite, aber sei vorsichtig. Gut. Flotte beginnt Geleitschutz. Eskortieren. Dann bin ich immer gespannt. Nicht allzu viele Änderungen. Ach du mit deiner blöden Zeitung hier. Veröffentlichen, keine Zeit, keine Zeit. Oh Mann. Unser Volk wird uns irgendwann doch boykottieren. Es wird soweit kommen. Könnt ihr glauben. Und dann gucken wir mal, wo die hier hinsegeln. Wollen wir das ein bisschen schneller machen? Wäre vielleicht vom Vorteil. Dann dauert das Ganze nicht so lang. Oh, gucke mal, da könnten wir doch mal eins hier so platt machen. Naja, warten wir es mal ab. Vielleicht machen wir das ja nebenbei sowieso platt. Ich gehe nämlich davon aus, dass wir hier doch ein bisschen überrascht werden. Ja, natürlich. Mach sie platt. Die Räder drehen sich. Nichts kann sie aufhalten. Ja. Und das nächste. Für jeden. Da ist es down. Stehen zwei neue auf. Hallo, hier eskortieren. Eskortiert. Schiff unter Beschuss. Komm, 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 komm. Schön dranbleiben. Ich werde Ihre Taten nicht vergessen. Ja. Freiheit wunderbar. Ist sie. Hilf uns, zu ihr durchzustoßen. Na komm. Du meine kannst jetzt auch noch mal ein bisschen mit drauf rumballern hier. Ohne sie bleibt uns keine Hoffnung. Ja, ja, nun bleib mal ganz entspannt hier. Erstmal machen wir die da platt. Ah, und da ist Treibgut. Das könnt ihr mal bitte aufheben. Und dieses da auch. Schiff unter Beschuss. Naja. Na komm, heb auf. Nicht jedes Risiko zahlt sich aus. Ja, dumm gelaufen. Wenn du hier halt rumdümpelst, ist doch nicht mein Problem. Die Menschen lassen sie hochleben. So. Was soll man denn machen? Retten Sie pyrphorische Geiseln von westlichen Gefangenenlager. Ach du lieber Himmel. Oh, Backe. Also hier überall hin. Na dann los. Dann schauen wir mal, ob die jetzt unsere Schiffe gänzlich kaputt machen. Warte mal. Auf die alte Dame ist Verlass. Komm mal her. Du gehst mal hier kurz hin. Komm, 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 komm. Einsammeln. Und jetzt gib ihm. Flotte erwartet Befehl. Moment. Ihr sammelt euch mal hier. Und du sammelst dich dort. Wunderbar. Weil wenn, dann reisen wir doch bitte gemeinsam hierher. Sehr schön. Das gucken wir uns jetzt natürlich an. Das ist doch schon mal ein bisschen cool. Dann machen wir die ja platt. So. Hier soll man wen retten. Oh, Backe. Na, das geht doch nicht gut. Na! Nein! Hier hin. Könntet ihr bitte hier mal wen retten? Danke. Ach so. Ihr müsst jetzt natürlich hier hin. War ja klar. Schiff unter Beschuss. Naja, komm. Nichts unter Beschuss hier. Lässt dich nicht lumpen. Und einsammeln. Wunderbar.
Und wo müssen wir jetzt hin? Jetzt müssen wir hier hin. Bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Jetzt wird gekämpft. Bäm! Oh, die sind... Uhuhu. Komm, sammelt den ein. Hopp, hopp, hopp. Hopp, komm, komm, komm. Jetzt haben wir natürlich alle. Hier, 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 komm. Und jetzt schnell hier hin. Oh oh. Oh oh. Hi. Und jetzt bitte mal hier hin segeln. Danke. Ihr braucht hier niemanden kaputt machen. Das ist ja nicht. Ach so, okay. Das war's schon. Kriegt ihr das hin? Gelöscht. Komm. Komm. Lass dich nicht lumpen. Und jetzt hier schnell. Zack, alles, zurück. Was Sie von uns erreicht haben. Neue Ziele? Ja, hier hin bitte. Zurück nach Hause. Wir haben uns jetzt wirklich ein Boot kaputt gemacht, ja? Schweinebacken. Kann da wohl nicht wahr sein. Naja, macht nichts. Achso, hier sollen wir die abliefern. Okay, dann hier hin bitte. Naja, ist ja nicht schlimm. Kriegen wir hin. Oh, was eine Aufregung. Oh nee, hier unten ist noch eins. Oh, komm schnell. Du reist jetzt auch mal schnell hier hin. Am besten ist mal weiter hier hin. Wunderbar. Sehr schön. Na kommt. Voll unter Beschuss hier. Ist ja ein Dingen. Traut ihr euch nicht hierher oder was? Komm mal ran hier. Die Waffenruhe wurde beendet. Zuerst dachte ich, du wärst... Wir bleiben alle zusammen. Das ist unsere einzige Chance. Euphorische Schiffe nähern sich. Stand hier nie von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Oh oh. Mein Herz klopft bis zum Hals. Oh, jetzt wird's kritisch. Schaffen wir das? Die Zukunft der Bewegung ist gesichert. Das haben wir dir alle... Isabel hat wohl vergessen, welche Strafe auf Ungehorsam steht. Oh oh. Sie haben keine Aufgaben. Zeigt uns Isabel nicht endlich den Vertrag zum Prosperity-Verkauf. Da stimmt doch etwas nicht. Ja, das denke ich nämlich mittlerweile auch. Ihre Majestät fordert Prosperity unverzüglich und bedingungslos zurück. Der Vertrag. Er ist fort. Die Pyrphoria müssen ihn während des Angriffs gestohlen haben. Wie konnte ich ihnen nur so auf den Leim gehen? Nee, ist klar. Irgendwas ist doch hier wirklich faul, oder? Sondereinsatz. Wo ist hier die Expedition? Jungs. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Die alte Welt auf der Spur. Der Kaufvertrag von Prosperity wird nicht nur beweisen, dass es nicht ihr Vater, sondern ein Betrüger war, der die Insel an Samento verkauft hat. Sondern, dass sie den Pyrphorian gezwungen... Von den Pyrphorian gezwungen wurde, den Deal einzugehen. Sie müssen die Diebe jagen und zurückbringen, um die Königin daran zu hindern, Isabel und ihr Volk zu verhaften. Klicken, um Region zu betreten. Ui. Und hier sollen wir jetzt die Quest abschließen, oder was? Ich habe versagt. Es tut mir leid. Du wirst die Basis der Pyrphoria infiltrieren müssen. Gehen Sie auf die Weltkarte und klicken Sie auf die Expedition namens der Vertrag. Warten Sie nach dem Ende der Expedition auf das Schiff, um zurückzukehren. Okay. Weltkarte. Schiff unter Beschuss. Weltkarte. Da ist der Vertrag.
Ich werde dann mal die alte Seekiste durchwühlen. Schiff zuweisen. Ich würde sagen... Ein Schiff wurde zerstört. Dann machen wir das so. Ihr kriegt ein noch ein bisschen Generationchen. Haben wir hier noch was anderes? Nee. Redegabe, gut, die haben wir nicht, aber macht nichts. Dann fangen wir die Expedition jetzt an. Wunderbar. Immer diese vielen Zeitungen hier, das ist ja enormstens. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Sehr schön. Die Waffenruhe wurde beendet. Klasse. So, das heißt, wir haben jetzt hier eine Expedition am Start und müssen einfach schlicht und ergreifend vor uns hin warten. Das ist ja cool. Genau. Und hier sind noch andere Expeditionen. Cool. Da bitte meine neue Glücks-Idee. Nein, darfst du immer noch nicht. Jetzt lass mich in Ruhe. Kann ja wohl nicht sein. möchte hier einfach wieder hin. Danke. So, jetzt gucken wir mal, was hier alles unsere Schiffis sind. Nur noch die zwei. Ihr Hafen wird angegriffen. What? Hier geht mal hier hin. Einwohneraufgabe. Ja. Das Leben hier ist groß. Ich habe eine revolutionäre neue Finden Sie und holen Sie die erschöpften Journaleros. Bis okay. ans Ende der Welt. Wo sind denn die? Wo sollen denn die hier sein? Moment, jetzt mal ganz in Ruhe. Wir lesen das mal. Die Journaleros auf den Maisfeldern arbeiten so schwer, dass ihre Gesundheit leidet. Eine Obrera sorgt sich um sie und hat sie gebeten, ihnen zu versichern, dass es nicht nur in Ordnung ist, sondern zwingend erforderlich, ab und zu eine kleine Pause zu machen. Die Journaleros können in der Nähe eines ihrer Bauernhäuser gefunden werden. Die Feierlichkeiten sind beendet. Gut, dann suchen wir mal. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Bauernhäuser. Hier sind keine Bauernhäuser. Das heißt, es kann nur hier irgendwo sein. Sind sie vielleicht hier irgendwo? Nö. Nicht wirklich. Aber auf den Maisfeldern, das ist doch hier. Gucken wir mal, ob wir hier irgendjemanden anklicken können. Hier ist einer. Hier ist einer. Ja. Natürlich haben sie es geschafft. Rathaus. Ui. Attraktivität minus 3. Oba. Nee, aktuell jetzt nicht so. Sehr schön. Das heißt... Ein Schiff erster Klasse. Ja, finde ich auch. Du nimmst jetzt mal ein bisschen hier was mit. Und zwar Holzens. Und ich glaube, hiervon brauchen wir. Sehr schön. Und dann gondelst du leider... Oh, was ist denn hier? Ach, das bist ja du. Mist. So, die unbesiedelte Insel. Dann müssen wir jetzt die nehmen. Das ist nämlich die einzige, die wir noch zur Verfügung haben. Segel setzen! So. Und dann werden wir uns hier niederlassen. Weil hier haben wir ja die Baumwollfruchtbarkeit. Die brauchen wir ja, sonst kommen wir nicht weiter. Spielstand gespeichert. Ein Perlenüberfluss, ja, alles schön. Kakao, auch sehr gut. Dann werden wir hier weitermachen und uns hier unsere zweite Zivilisation aufbauen. Da können wir nämlich unsere eigenen kleinen Segel hier unten herstellen. Da brauchen wir das nämlich nicht mehr exportieren. Denn solange das Schiff da noch hin und her gondelt, kostet das uns ja im Endeffekt auch eine Menge Geld. Aber aktuell läuft es ja doch sehr gut, muss ich sagen. Aber wir werden mal gucken in die alte Welt hinein. Wir wurden ja angegriffen, wurde uns gesagt. Kann ja denn eigentlich nur hier gewesen sein. Oh, ihr seid schon... Oh, hier gibt es auch eine Aufgabe.
Dann machen wir die doch mal. Können Sie mir helfen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen? Na, ich gebe mein Bestes. Weiß, Sie sind beschäftigt. Aber mit Flass 14 Fleischkonserven. Haben wir hier natürlich nicht, stimmt's? Das heißt, wir müssen uns hier ein Bötchen nehmen. Du. Neue Befehle, Admiral. Lass mal hier hin. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Na, das ist ja schön. Fleischkonserven. So. Wunderbar. Und dann fährst du mit den Fleischkonserven bitte hier runter. Haltet Sie auf Kurs. Wunderbar. Eine Berühmtheit ist angekommen. Hui. Von Expedition zurück. Dieser Spezialist möchte in Ihre Stadt ziehen. Erlauben Sie es ihm? Ui, warte mal, Moment. Kriegen wir das? Oh, da kommen wir nicht rangezoomt. Das ist ja doof. Müssen wir tatsächlich so machen. Schade. Jo, den nehmen wir. So, habt ihr euch denn hier schön umgeschaut? Ja, ja, ja. Ihr bezahlt nichts? Warum denn nicht? Ach so. Sehr cool. Das heißt, wir haben jetzt hier einen tollen Feuerwehrmann. Oh, hier ist Karneval. Na, denen geht's ja hier gut, wa? Cool. Ich bin nicht mal gespannt, was diese Mission jetzt sagt. Dass wir da mal vor... Schrecken erwarten uns. Oh, oh. Jetzt geht's los. Wir erwarten Ihren Befehl. Die Pyrphoria entkommen mit dem Vertrag. Im Schutz des Pulverdampfes der Schlacht setzt sich ein kleines Schiff aus dem Scharmützel ab. Der ganze Angriff muss ein Ablenkungsmanöver gewesen sein, um die Übernahme der Papiere und die anschließende Flucht zu ermöglichen. Sie und Hannah werden ihre Wahrheit nie erfahren, wenn sie sie nicht zurückholen. Das Schiff hat einen ordentlichen Vorsprung, aber im Falle einer Verfolgung könnten sie es vielleicht einholen. Da nur wenige Häfen in der Nähe als Zuflucht in Frage kommen, können sie aber auch versuchen, ihr mutmaßliches Ziel zu bestimmen. Ne, wir nehmen das. Da, wir haben sie, strahlt ihr Navigator. Sehen Sie? Hier, der Finger zeichnet eine Route hinter die Insel Ventura nach. Bemerkenswert, wie wenige Möglichkeiten sie haben. Montoya ist der einzige Hafen im Umkreis von über 100 Seemeilen, den sie gefahrlos anlaufen können. Und tatsächlich fangen sie eines der winzigen Schiffe vor Montoyas glitzernder Bucht ab. Es mag ihrem eigenen Schiff nicht gewachsen sein, aber wenn sie es versenken, wird der kostbare Vertrag wahrscheinlich ein Opfer der Wellen. Ja, machen wir so, ne? Ja! In Schwarze, der perfekte Schuss. Wenngleich ein schmales Ziel, bricht der Mast durch und begräbt einen Großteil der Mannschaft unter einem Gewirr aus Segel und Takelage und das Schiff liegt tot im Wasser. Nachdem sie das Schiff übernommen haben, findet ihre Mannschaft eine raffiniert aussehende Maschine, aber keine Spur des Prosperity-Vertrags. Sie gehen davon aus, dass er bereits in Montoya den Besitzer gewechselt haben muss und laufen umgehend den Hafen an. Uiuiui, ein Flammensprüher. Ach N, jetzt nicht. Geh weg. Ihr Schiff ist voll. Was lassen Sie zurück? Na super, natürlich die Fische. Ist klar. So, bestätigen. Ja, das war jetzt natürlich klar. Nö, wir machen hier. Ich höre von meinen Täubchen nicht immer, was ich über dich hören will. Jo, passiert, ne? Das ist jetzt nicht so schlimm. Ein so. Schiff erster Klasse. Dann kannst du mal bitte deine Döschen hier abgeben. Danke. Jipp. Ich wünschte, ich könnte ihre Güte mit einer Gans vergelten. Hey, schöner Futterplatz. Produktivität 70. Ui.
Naja gut, ob sich das denn am Ende lohnt, ne? Na gut, dann sind wir ja schon wieder einen ordentlichen Schritt weiter in unserer Kampagne. Ich bin gespannt, wo die uns noch hinführt. Ist ja enorm. Naja, ich würde sagen, das schauen wir uns in den nächsten Folgen an. Aber bis dahin bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!